Oh, Entschuldigung, das wollte ich nicht. Ich wollte gerade Speed geben. Bisschen Kette geben, aber das brauchen wir ja gar nicht. Falsches Spiel. Okay. Ja, Tropfsteinhöhle, hi. Hab gerade echt keine Zeit. Erst die Entführung, dann können wir den Rest machen. Okay. Elegant. Ich dachte, wir preschen da durch und machen die Vasen kaputt. So. Einsam reitet Elk. Ich werde mich an die Malakias anschleichen. Okay. Dann schleichen wir mal. Ich hoffe, das klappt auch. Ich schleiche mich mit dem Pferd an. So. Lass mich gehen! Sei still oder ich zieh die Fesseln ein bisschen enger. Sie wird dem Zyklop mein fettes Lösegeld einbringen. Keiner wird mich zurückkaufen. Die sind alle arm. Ich wüsste was. Leiser, Phoebe. Ja. Ich wüsste was Besseres. Entdeckung. Wenn Gegner dich in einem Sperrgebiet sehen, werden sie der Sache nachgehen. Ducke B dich, damit du schwerer zu sehen bist. Im hohen Gras wird mich niemand sehen. Natürlich. Und Y? Hm? Y, natürlich. Ich darf den Rest dieser Arschlöcher nicht entkommen lassen. Natürlich nicht. Wir konnten auch pfeifen, ne? War das nach unten? Pfeifen nach unten? Ja. Was? Wer pfeift da? Komm her. Komm, Glatze. Komm her, Glatze. Hallo, Glatze. Da spielt die Frisur keine Rolle mehr. Oh, warte, der hat was dabei. Ja. Ich hoffe, der dreht sich jetzt nicht um. Dieser Markus ist der Nächste. So, Bein durchtrennt. Und da haben wir die letzte, glaube ich. Das war's. Zeit, Silber da rauszuholen. Alexios, ich bin hier. Binde mich los. Ja, warte kurz. Ich habe noch was zu tun. Sieht schön aus. Komm mal mit. Okay. Warte, nein, ich... Lass mich wieder ablenken. Entschuldigung. Hier drin. Hier ist noch was drin. Warte. Erstmal natürlich durchsuchen. Schatz plündern, 1 von 1. Na, siehst du mal. Und wir haben Athena Beintaschen. So, hallo. Lang nicht gesehen. Geht es dir gut? Es war nicht so schlimm. Letztes Mal haben sie mir einen Lumpen in den Mund gesteckt, damit ich nicht beiße. Phoebe, sei vorsichtig. Du bist allein seit... Seit meine Eltern tot sind? Ist schon gut. Ich hab doch dich. Und du hast mich und Markus. Wir sind deine Familie, nicht? Nanü? Ist das eine Rückblende, die jetzt kommt? Ich bin noch nicht ganz drin, ehrlich gesagt. Ich warte noch, dass die Geschichte mich ein bisschen abholt. Ich will direkt reintauchen, natürlich, aber wir machen gerade die ersten zärtlichen Anbandelungen. Dafür müsstest du schon stärker sein. Lass dich nach! Gib ihm Saures! Hab dich! Weiter! Hoch! Ja, Pater. Spartiaten stehen so schnell wieder auf, wie sie fielen. Den Stab bereit! Beine auseinander. Ein Soldat braucht einen festen Stand. Gut. Gut. Na los! Das reicht jetzt, Nikolaus. Die Sonne geht unter. Zeit fürs Essen, meinst du nicht? Was essen wir heute Abend? Heute Abend essen wir die kleine Cassandra. Was das für ein Festmahl wird. Nein, nicht sie. Nimm mich stattdessen. Ich schmecke viel besser. Ja, ja, du bist so süß wie Honig. Und jetzt komm rein. Das Lamm wird schon schwarz. Hier, leg sie in ihr Bett. Natürlich, Pater. Alexios.
Du bist mein größter Stolz. Vergiss das nicht. Du wirst dieser Familie Ruhm bringen. Los. Oh, so ein lieber Vater mit so einem nackten Arsch. Entschuldigung. Ist mir gerade so aufgefallen. Ah, die Vergangenheit des jungen Alexios. Aber ich glaube, die wird nicht immer ganz so glücklich gewesen sein. Wir werden bestimmt noch andere Rückblenden erleben. Das waren gerade die glücklichen Kindstage. Stimmt. Du sorgst dich zu viel. Und du nicht genug. Alles wird gut, wenn wir aufeinander aufpassen. Da fällt mir ein, die Schläger sagten, du sollst aufpassen. Was genau sagten sie? Dass der Zyklop ein Kopfgeld auf dich ausgesetzt hat. Talos, die Steinfaust, will deinen Tod. Talos, der Söldner? Bleibt mir denn gar nichts erspart. Du solltest ihm besser zuvorkommen. Man sagt, er sei ziemlich brutal. Ich finde allein zurück nach Hause. Danke, Alexios. Talos, die Steinfaust? Genau das hat mir heute noch gefehlt. Eine gebrochene Nase. Darum werde ich mich wohl kümmern müssen. Okay, du wirst gejagt. Kopfgeldjäger wie Talos sind feindliche Söldner, die Jagd auf dich machen, solange ein Kopfgeld auf dich ausgesetzt ist. Normalerweise kannst du den Stifter eines Kopfgeldes einfach ausbezahlen, aber der Zyklop lässt sich nicht ausbezahlen. Öffne das Söldnermenü. Söldner. Im Söldnermenü kannst du deine Position, die Rangbelohnung sowie den Status und die Stärken und Schwächen aller bekannten Söldner und Kopfgeldjäger überprüfen. Da Talos einen höheren Rang hat, solltest du ihn meiden, bis du eine höhere Stufe erreicht hast und stark genug bist, um gegen ihn zu kämpfen. Welches Level haben wir? Ah, wir fangen natürlich, wie bei jedem Spiel, fängt man bei Level 1 an, als hätten die Spielfiguren in ihrem Leben gar nichts gemacht bisher. Aber gut. So, wir haben zwar unser ganzes Leben lang trainiert als Bub, aber wir sind trotzdem immer Level 1 geblieben, da muss erst der Spieler ran. So, was haben wir denn? Hier Talos, die anderen hier sind noch unentdeckt, das heißt, da kommen noch ein paar. Und hier unten, wie ich das so sehe, Rang 9, Rang 8, Rang 7. Kriegsaufträge und Kopfgelder bringen 20% höhere Belohnung ein, Schmiede reduzieren ihre Preise, also ein bisschen was wäre noch. Die Reise beginnt, erwirbt dir die wirtschaftlichen Boni höherer Ränge, indem du höherrängere Söldner eliminierst. Wie zum Beispiel Talos. Talos die steinerne Faust und wir kriegen von ihm seine Söldnerbrustplatte. Kroton war seine Heimat und seinen Namen konnte man wörtlich nehmen. Talos die steinerne Faust war so groß wie ein Felsbrocken und liebte es, die Köpfe seiner Gegner in die Felsformation der Berge von Kefalinia zu schmettern. Na großartig. Herzfehler, höherer Schaden durch Attentate. Tod aus der Luft, höherer Schaden durch Fernangriffe. Okay, sehr gut. Den können wir verfolgen, aber noch sind wir nicht in der Position dazu. Das Falsche gedrückt, warte. So. Rang 8, Rang 7, Rang 6, Rang 5, Rang 4. Ach du Scheiße. Und hier kommt der Oberbob. Das wird ja ein Spaß. Ich glaube, wenn wir die Söldner allein schon durchgehen wollen, das wird schon ein bisschen dauern. So. Ein Kampf mit Talos Quest verfolgen will ich momentan noch nicht. Wir sind noch nicht in der Position. Wir müssen zu Duris und Geld eintreiben. Wir können Phobos rufen, das Pferd. Ja, komm, vielleicht machen wir das mal. Ist er da? Okay, ich hab keinen Pfiff gehört und so. So, okay. Und jetzt gelangen wir zum Questziel. Ich habe auf Y gedrückt, wir können ganz bequem reiten. Cool. Das ist ja super angenehm. Ah, Mann, so ein eingebautes Navi im Pferd ist schon super nice. So, einmal kurz durch die Wildnis. Wie ist denn das? Kann das automatische Pferd auch Leuten ausweichen? Weil wenn wir durch die Stadt jagen hier... Normalerweise nutze ich ja sowas gar nicht. Gegenstände stehlen. Nee, auch das wird Sami, Duris wird bei seinem Geschäft sein. Okay. Ich wollte ganz kurz absteigen. Aber eben gucken, was ist das hier? Interagieren. Nachrichtentafel, Söldnerarbeit. Alexios hatte gelernt, dass jeder Auftrag gut war. Idos, ein Rüstungsschmied aus Kefalenia, brauchte Wolfsfelle für den Krieg und er wusste, dass Alexios sie ihm besorgen konnte. Ich akzeptiere das mal. Ist nur ein Auftrag gerade, alle.
Aber erstmal müssen wir zu Duris. Der ist eh gerade um die Ecke. So, 30 Meter. Dann gucken wir mal. Entschuldigung. Schön, dich zu sehen. Ja, das wird... Auswahl für die ganze Familie. Na, hallo, mein Freund. Hallo, Duris. Das Geschäft läuft wohl. Sag Markus, er soll selbst herkommen, wenn er sein Geld will. Klar? Aber jetzt bin ich hier. Ja, ich war ein wenig in Verzug. Aber jetzt behauptet Markus, ich schulde ihm das Doppelte, wegen der Zinsen. Das kann ich nicht bezahlen. Wie das Doppelte? Du hast recht, das Doppelte ist viel zu viel. Also Zinsen, ganz, ja. Dann hättest du dir kein Geld leihen sollen, stimmt natürlich schon, aber also ganz ehrlich, 100% Zinsen, nein. Ich misch mich da nicht ein, aber hey. Das Doppelte? Das ist Wucher. Das habe ich Markus auch gesagt. Du kennst ihn. Er ist etwas extrem. Bezahl ihn und das alles ist vorbei. Sag Markus, dass ich bereits genug bezahlt habe. Ich fall doch nicht vor Söldnern auf die Knie. Oder vor jemandem, der dumm genug ist, sich Geld vom Zyklopen zu borgen. Vom Zyklopen? Damit hat er also das Weingut gekauft? Sieh mal, ich weiß, du verdankst Markus dein Leben. Und dass er dich damals als Kind von der Straße geholt hat. Oh. Aber du weißt, dass sein Vorhaben verrückt ist. Okay, ich lasse dich jetzt in Ruhe. Ich gehe erst, wenn ich die Drachmen habe. Komm, wir ziehen es mal durch. Wir sind mal ein böser Bulle gerade. Denn offenbar sind wir das momentan noch. Malaka. Trotzdem bist du ihm noch Drachmen schuldig. Hm. Sieh es ein. Sobald der Zyklop euch erwischt, werdet ihr beide tot sein. Okay. Ich sagte doch, ich habe Markus genug bezahlt. Gut, hast du ihm genug bezahlt. Dann gehe ich eben wieder. Schade, hast du ihm genug bezahlt. Klar, das kann natürlich sein. Oh, warte mal. Da, was ist das denn? Oh, es ist ein Schwertangriff. Oh nein. So gut, also gut, ich zahle doch. Hör schon auf. Ah, schade. Schön, das Geld gehört dir. Hau einfach ab. Eine Freude, mit dir Geschäfte zu machen, Duris. Nimm meinen Namen nicht in den Mund. Ich will nicht, dass der Zyklop zu mir kommt, wenn ihr eure Schulden nicht zahlt. Er sollte sich halt auch kein Geld leihen. Obwohl ich selber finde, dass es Wucher ist, aber... Ach, hier können wir stehlen. So viele Angebote zum Stehlen hier, das will ich gar nicht. So, 50 Meter, da oben ist die andere Quest, glaube ich. Ah, nee, ist das das Weingut? Nee. Weingut? Ist das das Weingut? Oh doch, oder nicht? Nee. Ah, er ist hier, okay. Dir bleibt nicht mehr viel Zeit, bis sich der Zyklop holen kommt, Malaka. Er will sein Geld. Kann ich einen Aufschub haben? Wenn er zurück nach Kefalenia kommt, bist du tot, sobald er vor Anker geht, wenn du es dann nicht hast. Nun, bleiben wir zivilisiert. Du kannst dich nicht ewig hinter deinem Söldner verstecken, Markus. Er bringt dich, den Krieger und dieses rotznäsige Mädchen um, das immer bei dir ist. Natürlich, kein Problem. Ich besorge die Drachmen. Gut, sonst sehe ich zu, wie der Zyklop dich an seine Ziegen verfüttert. Ah, Alexios, das Strahlen in deinem Gesicht sagt alles. Duris hat dir die Drachmen bezahlt. Wer strahlt denn? Ich habe gerade erfahren, woher du die Drachmen für das Weingut hast. Hast du jetzt völlig den Verstand verloren? Wir können uns das Geld zurückholen, oder? Das müsste doch möglich sein. Ja, unmöglich, wir können es versuchen, wir holen uns die Drachmen. Ja. Was bleibt uns sonst übrig? Wir brauchen einen Plan. Plan kann ich am besten. Deine üblichen Tricks werden dafür nicht ausreichen. Oh, mir fehlt die gute alte Zeit. Erinnerst du dich? Alles war einfach. Du hattest nichts, so klein und allein. Und ich hatte alles. Ich habe dir die Welt geschenkt und Kefalenia in deine Hände gelegt. Alexios! Cassandra! Ach du Scheiße. Wurden alle abgeschlachtet?
scheint nicht so viel Glück gehabt zu haben, der junge Mann. Ach was. Solche Fische werden nicht jeden Tag angespült. Oh. Hungrig? Ich schlag dir ein Geschäft vor. Ich tue etwas für dich. Du tust ein paar Dinge für mich. Alle gewinnen. Besser wird es nicht. Hm? Denk drüber nach. Warte! Kefalenia. Schönes Geschenk. Du warst nichts ohne Markus. Und sieh nur, wie weit du es gebracht hast. Vom Waisenkind auf der Straße zum Söldner mit einer Hütte. Und das will uns der Zyklop alles wegnehmen. Ich kann dich nicht ewig vor ihm schützen. Er wird mich auch umbringen. Ach, hab doch keine Angst. Sieh dich an. Wie könnte ich es mit ihm aufnehmen? Mit welcher Waffe? Einem rostigen Speer? Einem kaputten Bogen? Da bist du ja. Du kannst mir nicht entgehen, indem du um den Tempel herumschleichst. Drusilla, ich sprach gerade von dir. Ach ja? Ich brauche das Holz, Markus. Die ganze Insel wird über die neuen Bögen sprechen. Aber ich kann nichts machen, wenn diese Malakes die Holzlieferungen aufhalten. Natürlich nicht. Deshalb habe ich gerade meinen Freund Alexios in die Einzelheiten eingeweiht. Er hat auch schon einen Plan gegen diese Banditen. Schweigen, er lügt. Ach. Du kennst mich. Ich bin immer vorbereitet. Was habe ich gesagt? Er wird jeden Stein umdrehen. Es ist mir egal, wer es tut, aber jemand muss diese Banditen töten. Heute noch. Eine prächtige Idee. Ich muss leider nach Hause. Alexios, ich habe einen Plan für unser Zyklopendilemma. Komm zu mir, wenn du Zeit hast. Ja, natürlich. Wenn du dein Holz willst, musst du zuerst meinen Bogen reparieren. Ich bezahle sonst nur, wenn die Arbeit getan ist, aber so langsam, wie es vorangeht, folge mir. Ich folge. Diese Bögen machen mich reich wie Krösos. Sie scheinen wohl sehr gut zu sein. Ein Krieg droht. Die Athener brauchen gute Bögen, wenn sie Sparta aufhalten wollen. Und alle gewinnen, nehme ich. Wer bist du? Etwa Markus? Du solltest diesen Kleinkram hier aufgeben. Dieser Krieg kann dich reich machen. Und ich habe gehört, du bist in Wahrheit aus Sparta. Oh. Das ist lange her. Jetzt lebe ich auf Kefalenia. Gib ihn mir. Boah, Ziege. Bitte schön, so gut wie neu. Der Bogen ist so stark wie Herakles persönlich. Probier ihn aus. Schieß einen Pfeil auf diese Puppen. Gamepad-Steuerung. Na komm, so. So, das haben wir. Das Fähigkeitenmenü, das mache ich doch gerne. Oha. Höhere Stufen erreichen. Verdiene EP, um eine Stufe aufzusteigen und einen Fähigkeitspunkt zu erhalten, den du für Fähigkeiten ausgeben kannst. Neue Fähigkeiten werden nach und nach freigeschaltet und können sogar später noch verbessert werden. Cool. Das ist ja mal was ganz Neues. Wir haben einen Fähigkeitenpunkt und wir fangen von wo? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich muss mal gucken. Fernkampf haben wir hier, dann haben wir Jäger. Phobos herbeirufen, das sind die Sachen, die wir schon haben, oder? Meditation. Ikaros Augen, nächste Verbesserung, Laufwege einzuzeigen von Gegnern. Eigentlich sehr, sehr praktisch. Was haben wir hier? Todessprung. Nächste Verbesserung, Stürze verursachen keinen Schaden. Das wäre vielleicht, das wäre super sinnvoll, oder? Wir könnten natürlich auch hier Kriegerfähigkeit. Ja, der Tritt! Der Spartiatentritt! Alter, die Klippe runter, sieht auch geil aus im Video. Bam! Was haben wir hier? Kriegerfähigkeit. Renne schnell durch Gegner hindurch, wirf sie um und richte 250% Schaden an. Das haben wir schon gesehen beim Anfangskampf. Das war genau die Fähigkeit. Aufgeladener schwerer Angriff. Bündle deine inneren Kräfte, um einen mächtigen Angriff zu entfesseln, der vom verwendeten Waffentyp abhängt. Stößt Gegner zurück oder durchbricht ihre Deckung.
So, hier haben wir Jägerfähigkeiten. Sechster Sinn. Die Zeit verlangsamt sich für bis zu 5 Sekunden, wenn du von Gegnern gesehen wirst. Gezielte Pfeile erfassen den Oberkörper des Gegners und richten 150% Jägerschaden an. Fächerschuss, 3 Pfeile gleichzeitig für 100%. Zoom, um einen Pfeil zu verschießen, der 380% Jägerschaden anrichtet und 25% weiter fliegt. Oh, cool. Boah, hier gibt's so geile. Ich will die alle haben. Attentäter. Der Schaden durch Attentöter. Wird um 20% erhöht. Gegner werden nach einem Attentat automatisch geplündert, auch praktisch. Nahkampfwaffen und Standardpfeile richten für 50 Sekunden Giftschaden an. Beschwöre Athenas Weitsicht, um alle Geheimnisse zu offenbaren, inklusive Truhen und Geheimgängen, in einem Radius von 15 Meter. Alle Gegner in deiner Nähe werden erfasst. Eigentlich sollten wir das fast als erstes machen, oder? Hier ist viel Kampf dabei, aber ich glaube, das hier ist echt sinnvoll. 15 Meter ist nicht allzu weit, aber Gegner erfassen ist, glaube ich, echt mega sinnvoll. Eins von drei, dann haben wir 20 Meter. Das muss... Ich muss es einfach nehmen. Was haben wir hier noch? Waffenknecht, Stufe 15. Okay, da kommen wir später zu. So. Wir haben verschiedene Aufgaben. Wir müssen Banditen töten. Questlog öffnen. Ich schau mal ganz kurz, was haben wir denn für Quests? Auge um Auge, Odyssee und Welt. Ein Kampf mit Tartos, das kriegen wir noch nicht hin. Ich um mein Holz. Was? Ernsthaft? Was? Die Quest heißt Ich um mein Holz? Holzi Holz? Ach, leck mich am Arsch. Okay, komm, Level 2. Das machen wir 17 Meter entfernt. So, sprich mit Drusilla. Ach so, ich wäre schon wieder abgehauen. So, hey. Und, besorgst du mir jetzt mein Holz? Diese verdammten Banditen brauchen eine Abreibung. Ja, Sigi. Wie abgemacht. Ich löse dein Holzproblem. Na endlich! Markus hat Glück, dich für die Drecksarbeit zu haben. Mhm. Hat er recht. Er hat irgendeine Idee, wo diese Banditen sind? Ich bin keine Spurenleserin, sondern Bognerin. Irgendwo in den Bergen, so viel ist sicher. Vielleicht sind sie in den Holzfällerlagern. Okay. Hier gibt's jede Menge Bäume. Warum brauchst du gerade dieses Holz? Ich arbeite an einem neuartigen Bogen. Er ist flexibler, deshalb hält er länger und man kann weiter schießen. Nur eine sehr spezielle Holzart, die in den Bergen wächst, eignet sich dafür. Na gut. Ich kümmere mich um die Banditen. Ich bitte darum und möglichst schnell, wenn es ja, geht. Ja. So, hör auf zu jammern, hab Geduld. Ja. Ich kümmere mich um die Banditen und besorge dir das Holz so schnell ich kann. Hab Geduld. Es dauert nicht lange. Ha, wenn du wüsstest, wie lange Markus mich schon hinhält, würdest du das jetzt nicht sagen. Ich habe etwas für dich getan, nun tust du etwas für mich. Hol mein Holz. So, was ist während des Angriffs geschehen? Was? Okay, 200 Meter. Ich hol mal kurz ein Taxi. So, alles klar. Let's go, Taxi. So, wir können wieder den hier machen, ne? Straße folgen. Werde ich das immer machen? Ich glaube nicht. Das mache ich jetzt ein paar Mal, weil es bequem ist. Aber ich glaube letzten Endes, ich möchte selber reiten. Ich finde es irgendwie so komisch, dass wir jetzt immer... Hier können wir die Abkürzung nehmen. Ich finde es so komisch, dass wir hier ein Taxi nehmen letzten Endes. Auch wenn es cool ist, weil ich jetzt die Kamera so drehen kann und dann haben wir coolere Ausblicke. Aber das Wichtigste ist vor allem, dass wir vorher absteigen. Weil natürlich da vorne... Hier kam es zu dem Hinterhalt. Ich sollte mich umsehen. Und das mache ich natürlich nicht... Oh. Guck mal. Von hinten auf der Flucht erschossen. Das waren mit Sicherheit Banditen. Okay, wir müssen also selber erstmal... Das da vorne ist aber kein Söldner, oder? Der greift nicht gleich an, das ist ein Holzfäller. Okay, ich dachte mich, da warten jetzt Söldner auf uns. Und ich sehe hier gerade den roten Helm auf dem Radar. Der Karren wurde leergeräumt und liegen gelassen. Der Dieb kann mit der Fracht nicht weit gekommen sein. Okay, ein Hinweis fehlt noch. Wie kann ich denn das Ding aktivieren? Keine Ahnung. Schatz plündern, 0 von 2. Cool. Oh, da drüben. Kopfgeldjäger in der Nähe. Das ist er, ne? Da drüben.
40 Meter. Oh, Entschuldigung. Der ist mir ein bisschen zu früh dran gerade. Oh, hier nochmal. Ziemlich viele Fußabdrücke. Eine Gruppe ist von hier aus nach Westen aufgebrochen. Gut. Ich habe jetzt nur ein bisschen Bammel wegen dem Kopfgeldjäger. Ach, ich halte immer gedrückt, ich Idiot. Das ist vielleicht keine gute Idee. So. Ich mach kurz. Kann ja unseren Adler sehen eigentlich? Nee, ne? Der kann ja nicht wissen, dass wir das sind. Da, Talos, die Steine in der Faust. Gegnerstufe. Können wir momentan nicht machen. Hier ist ein Holzfällerlager. So. In den Westen des Holzfällerlagers. Okay. Gut. In den Westen. Osten. Westen. Ah, hier wäre das. Dann lass mal ganz kurz gucken. Da. Das muss das Banditenlager sein, das ich suche. Dann schauen wir mal ganz kurz nach. Ich meine, wir haben es jetzt gesehen über den Hügel. Aber das heißt noch lange nicht, dass wir irgendwas gesehen haben. Da ist es. Okay, wir haben eine Menge Wachen. Hundis, ist das eine Wache? Nee, sieht nur so aus wie so ein China-Hut gerade. Da ist noch eine Wache, Level 2, das kriegen wir hin. Level 2, Level 2. Das sind Hunde, ne, glaube ich. Ich check das mal lieber, sind das Hunde? Hund. Okay, haben wir irgendwelche Wachposten? Ich glaube eher nicht. Da ist ein Schätzchen, alles klar. Wir könnten auch bei uns noch Schätzchen. Oh, Hyperion, ein Schaleger. Ach, bei uns mal. Ah, hier sind noch mehr. Okay. Also ein bisschen was metzeln müssen wir da schon, glaube ich. Gucken wir hier hinten noch mal ein bisschen. Sicher ist sicher. Aber ich glaube, hier ist nichts mehr. Da war noch ein Bötchen. Okay, soll reichen.